Ich zahle großzügig für Extradienste, Baby. Entspann dich. Unterhalb der Taille funktioniert sowieso nichts. Hm? Entweder befriedigst du mich oder du bist gefeuert. Ich war bereits die 8. Pflegerin des arroganten Millionärs. Und ich war entschlossen, die Letzte zu sein. Du bist nicht mein Chef. Deine Frau hat mich angeheuert. Jetzt entscheide dich. Entweder ein Spaziergang oder ein Einlauf. Craig hatte keine andere Wahl, als der ersten Option zuzustimmen. Als wir draußen waren, hatte er einen weiteren Test für mich. Er fing an, sich wie ein Verrückter aufzuführen. Hilfe! Eine gesunde Frau belästigt einen behinderten Mann. Niemand wird dir glauben. Trotzdem netter Versuch. Plötzlich sah ich den überraschten Blick auf dem Gesicht seiner Nachbarin. Während ich versuchte, ihr alles zu erklären, rollte Craigs Rollstuhl auf die Straße. Hast du auch eine Amnesie? Hast du vergessen, wo die Bremsen sind? Du bist eine ziemlich harte Nuss, die man knacken muss. Meine vorherigen 7 Pfleger hätten sich schon längst aus dem Staub gemacht. Du bist nicht der erste reiche Gauner, der sich selbst bemitleidet, den ich kennengelernt habe. Der Spaziergang ist vorbei. Zu Hause schaltete ich eine Sendung von Craigs Supermodelfrau ein. Ich habe deine Röntgenbilder gesehen. Wenn du trainieren würdest, könntest du schon an seiner Stelle sein. Zum ersten Mal sah ich etwas anderes als Hass in Craigs Gesicht. Lass uns einen Deal machen. Entweder du bringst mich in 6 Monaten wieder auf die Beine oder du kündigst. Gut, aber du tust alles, was ich sage und zahlst alle meine Schulden ab. Es war schwer für Craig, wieder ins Training einzusteigen. Doch ich ließ ihn nicht aufgeben. Komm, du wirst dich im Bett mit deiner Frau ausruhen, nachdem du wieder gesund bist. Du redest viel über mich im Bett. Fantasierst du etwa? Am Ende brach der sture Geldsack vor Erschöpfung zusammen. Und ich musste seinen verschwitzten Körper ins Schlafzimmer schleifen. Ich begann, ihn vorsichtig zwischen den Seidenlaken auszuziehen. Nein, nein, das war ein Scherz. Meine Frau ist die Einzige, die ich liebe. Entspann dich, ich bin nur an deinen Füßen interessiert. Bist du eine Perverse? Ich gab Craig eine Reha-Massage. Und er entspannte sich sofort. Dann bemerkte ich, dass sich sein Zeh bewegte. Craig, spürst du etwas? Craig! Aber er war schon eingeschlafen. Und sah so gut aus, ganz ruhig. Am Morgen erzählte ich ihm von seinen Fortschritten. Ich kann es nicht glauben. Ich habe so einen Profi fast gefeuert. Hast du meiner Vivian davon erzählt? Nein, sie wird heute ins Krankenhaus kommen. Lass uns sie überraschen.
Ich sah Craigs Augen zum ersten Mal seit einer Weile aufleuchten. Doch das Leuchten hielt nicht lange an. Denn Vivian tauchte nicht auf. Sie wartet zu Hause auf mich. Bring mich hin. Sofort. Vivian war auch nicht zu Hause. Hallo, mein Schatz. Ist etwas passiert? Ich habe beim Arzt auf dich gewartet. Baby, ich bin so beschäftigt. Außerdem weißt du, dass ich Krankenhäuser nicht mag. Es stinkt dort nach Krankheit und hilflosen Menschen. Der Anruf war so schnell zu Ende, dass ich keine Zeit hatte, mich zu verstecken. Deine Aufgabe ist es, dich um mich zu kümmern, nicht deine Nase in mein Leben zu stecken. Kenne deinen Platz, Dienerin. Danach schloss sich Craig in sein Zimmer und weigerte sich zu essen. Ich machte mir Sorgen, also schrieb ich Vivian eine SMS. Ich habe zu tun. Unterhalte den Jammerlappen selbst. Jetzt verstand ich Craig. Er war nicht wütend, nur einsam. Deshalb habe ich beschlossen, ihn zu entführen. Was zur Hölle? Wenn du ein Lösegeld willst, habe ich schlechte Nachrichten für dich. Niemand kümmert sich um mich, nicht einmal meine Frau. Ich aber schon. Wir haben einen Deal. Du musst mir gehorchen. Wir waren 24/7 zusammen. Und nichts lenkte ihn ab. Craig machte Fortschritte. Wow! Warte, lass mich ein Video für Vivian machen. Nicht nötig. Ich habe eine bessere Idee. Und Kate, danke dir. Er plante ein großartiges Überraschungsdinner für seine Frau. Der Anzug ist schön, aber die Haare... Du siehst aus wie ein Bär. Plötzlich bat mich Craig, ihm beim Rasieren zu helfen. Jede Berührung auf seiner Haut jagte mir Gänsehaut über den Rücken. Geht es dir gut, Kate? Du verhältst dich irgendwie komisch. Rühr dich nicht, sonst schneide ich dir die Augenbrauen ab. Ja, mir ging es überhaupt nicht gut. Denn er ärgerte mich nicht mehr. Tadellos aussehend wartete Craig auf seine perfekte Frau. Überraschung! Wem willst du etwas vormachen? Du wirst sowieso nicht mehr laufen können. Setz dich hin! Das machte Craig völlig zunichte. Was hast du getan? Ich war froh, dass er im Rollstuhl sitzt. Vivian versprach, mein Gehalt zu verdreifachen, wenn ich aufhörte, Craig zu behandeln. Und ich stimmte zu. Danach wurde Vivian extrem unverschämt. Doch ich ertrug es, weil ich eine besondere Überraschung für sie vorbereitete. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt. Wie viel schulde ich dir? Nichts. Ich habe keine Schulden. Ich habe alles erfunden. Es herrschte eine peinliche Stille. Dann öffnete Craig die Tür. Was geht dir vor? Dumme Kuh! Ich habe für dein Schweigen bezahlt. Ich werde dich vernichten. Craig befahl allen, das Haus zu verlassen, einschließlich mir. Du wusstest davon? Wie konntest du mir das antun? Du hast sie so sehr geliebt, du hättest mir nicht geglaubt. Raus mit dir! Ich benutzte Vivians Geld für mein Studio, damit ich jetzt mehr Menschen mit Behinderungen helfen kann. Eines Tages. Craig? Was machst du hier?
Ich korrigiere den größten Fehler, den ich je gemacht habe. Ich liebe dich so sehr. Deshalb bitte ich dich um eine weitere Chance. Besonders jetzt, wo alles unterhalb meiner Taille funktioniert. Wahre Liebe tut nicht weh. Sie heilt.